Servus zu meinem nächsten Video. Heute geht es darum, welche Fehler hätte ich vermeiden können in meiner Bodybuilding-Karriere, beziehungsweise welchen Anekdoten habe ich für euch, wo ihr vielleicht die Fehler heute vermeiden könnt und nicht die gleiche Scheiße baut wie ich damals. Man muss natürlich vielleicht auch sagen, ich betreibe ja Wettkampf-Bodybuilding oder habe das erste Mal bin ich auf der Bühne gestanden, 1989. Also war so noch ein bisschen zumindest die Pionierzeit, nicht so wie sich die letzten 10 Jahre extrem entwickelt hat. Hat man so eine große Informationsflut auf Instagram, auf Facebook, auf den ganzen Social Media Kanälen, YouTube, dass man schon viele, viele Fehler vermeiden kann, die wo man früher halt noch gemacht hat, aber nicht vielleicht, weil man dumm war, sondern einfach aus Unwissenheit heraus. Und so ist natürlich mir auch gegangen. Und ich möchte euch jetzt einfach so ein paar Geschichten erzählen, wo ich sage, ach, diese Fehler hätte ich vermeiden können. Waren natürlich auch ein paar grobe Geschichten dabei, wo ich sage, okay, wo ich mir jetzt auch im Vorfeld überlegt habe, kann ich euch das erzählen oder behalte das lieber für mich. Aber ich bin der Meinung, ich bin da offen und ehrlich und kann euch das natürlich auch erzählen, wie haarscharf, dass man vielleicht an dem ein oder anderen körperlichen Totalcrash vorbei geschrammt ist oder nicht. Wo fangen wir jetzt am besten an? Einfach mal mit so kleinen Anekdoten. Ich habe damals in einem kleinen Studio, also angefangen habe ich in einem Sportvereinstudio und dann bin ich ins erste richtige Bodybuilding-Studio gekommen. Da sind immer wieder Leute auch vom internationalen Format vorbeigekommen. Einer von ihnen war damals der Erwin Knoller. Die Älteren von euch wird das noch was sagen, war auch Männerweltmeister und sehr erfolgreicher Athlet der 80er Jahre. Und der war bei uns im Studio und der hat sozusagen einen Geheimtipp für uns gehabt. Den Geheimtipp gibt es aber heute auch wieder. Man muss Salz vor dem Training nehmen. Gesagt, getan, Salz. Also damals muss man ja sagen, ist ja das Salzen eher verpönt worden. Habe ich mir gedacht, okay, der hat gesagt Salz, gut, aber von der Menge ist nicht gesprochen worden. Also ich vor dem ersten Beintraining, vor dem richtig schweren, ordentlichen Beintraining, gleich mal so einen geladenen Esslöffel Salz hinter die Binde gekippt. Und was war dann das Ende vom Lied? Nach der ersten Übung bzw. nach Kniebeugen, da kann ich mich wie heute dran noch erinnern, habe ich mir die Seele aus dem Leib gereiert. Also wir waren dann vor dem Studio und im Studio vorne war so ein Fußgängerweg, das war am Kochel am See, also so ein richtiger Ausflugssee. Und der Holzer und sein Trainingspartner sind dann vor dem Studio gestanden und haben sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Also, wenn ihr das mit Salz macht, lasst euch gemerkt sein, nicht zu hoch das Ganze dosieren. Weitere Anekdoten, ich habe ja immer, wer mich als Wettkampfathlet kennt, weiß, dass ich eine extreme Wadenschwäche habe. Also mir sind beide Waden dann im Laufe der Zeit auch noch abgerissen, war aber schon immer eine Schwäche. Und da habe ich mal gehört, einen ganzen Tag Waden trainieren, das ist der Hit. Also okay, habe ich das natürlich mal auf einen Samstag verlegt. Morgens im Früh angefangen zum Trainieren. Also das Prinzip ist so bestanden, also da habe ich jetzt auch schon verschiedene Varianten gehört. Halbe Stunde Training, halbe Stunde Pause, halbe Stunde Training, halbe Stunde Pause. Mittag 2 Stunden Pause und dann weiter bis, jetzt lass mich nicht festnageln, 8 Uhr abends trainieren. Okay, halbe Stunde Training, halbe Stunde Pause, Essen dabei gehabt, sich immer wieder erholt. Also war schon eine Horror-Tour, bis ich da, bis dann überhaupt schon Mittag war, habe ich schon immer vernünftig gehen können. Und natürlich durchgezogen, gnadenlos durchgezogen. Und was war dann am Ende vom Lied? Ich habe 2 Wochen fast nicht mehr gehen können. Achillessehne war extrem entzündet. Und was hat es vom Wadenumfang gebracht? Muss ich gleich lachen. Waren, soweit ich mich nur erinnern kann, gleich 3 cm weniger. Also voll in die Binsen trainiert. So, und das nächste Story, was mir noch einfällt, ist auch aus den ganz frühen Jahren, da hat es leider noch keine Digitalkarte gegeben oder Kamera,
habe ich mit einem Freund ein Fotoshooting, also extra Diät aufgemacht, muss man sagen. So heutzutage nennt man das Minicut. Sind wir am Berg gefahren, also ungefähr eine Stunde von mir weg oder von uns weg, wir waren zu zweit und haben da einen, ja, wie nennt man es, auch Langmantel mitgeschleppt und so, dass wir uns wirklich gut aufwärmen können. Und wie gesagt, extra Diät auf das Fotoshooting gehabt. Mein Onkel ist Fotograf, von dem habe ich mir eine Kamera ausgeliehen. Und dann haben wir echt geile Bilder geschossen. Das Wetter war extrem geil und ein riesen Aufwand auf alle Fälle betrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Fotoshooting beendet, heimgefahren. Und da hat man ja den Film zum Entwickeln bringen müssen. Also ich wollte den Film aus der Kamera rausnehmen und was soll ich sagen, war kein Film drin. Also habe mich dann schwer des Herzens überwinden müssen, das meinem Spiel zu sagen. Der war natürlich auch riesig begeistert, war schon vollgefressen. Und somit war das Shooting beendet. War natürlich auch ein Blödsinn, hätte man nur mal eine Woche später machen können. Aber da waren wir dann alle zwar so enttäuscht und ja, war auch so eine Anekdote. Was ich euch noch am Anfang gesagt habe, was ich euch noch erzählen will, wo ich mir wirklich überlegt habe, erzählt man sowas oder nicht, war meine erste Erfahrung mit Diuretika. War mein erster Wettkampf, natural natürlich auch. Und ich war da 17 und dann hat mir ein guter Bekannter gesagt, so für den letzten Schliff das Wasser raus, nimm eine Wassertablette oder zwei. Hat mir dann aber so einen Streifen gegeben und dann habe ich mir gedacht, okay, das hat ja jetzt nichts mit Doping zu tun. Wobei im Nachhinein betrachtet oder immer betrachtet ist ja Diuretika oder Entwässerungsmittel viel gefährlicher wie alles andere, weil im Extremfall hat es auch schon Bodybuilder gegeben, die wohl bis zum Tod geführt haben. Also ich muss sagen, ich habe dann da wahrscheinlich unwahrscheinlich Glück gehabt, habe dann die Diuretika genommen, habe da eine genommen. Tag vor der Meisterschaft eh schon zwei Tage fast nichts getrunken, war damals so üblich. Nach einer Stunde aufs Uhr geschaut, denken, ja, ich muss jetzt nicht pinkeln. Nochmal eine genommen, nochmal eine Stunde gewartet, muss immer noch nicht pinkeln. Nochmal eine genommen, muss immer noch nicht pinkeln. Und das waren dann drei Tabletten und habe mir gedacht, okay, die wirken irgendwie nicht. Dann bin ich zu meinem Freund und der hat dann gesagt, du musst aber auch Wasser dazu trinken. Ich habe die ganz trocken runtergewirkt, was dann wahrscheinlich das Ende vom Lied war, dass sie die im Magen nicht aufgelöst haben oder sehr, sehr langsam aufgelöst haben. Okay, dann habe ich gedacht, ja, die wirken nicht mehr. Dann habe ich noch eine genommen und habe natürlich einen ordentlichen Schluck dazu getrunken. Und ja, was soll ich sagen, dann ist der Punk nach 3-4 Stunden ist dann richtig abgegangen. Also ich habe mich dann zu Tode gepisst, habe Krämpfe gehabt ohne Ende und ich glaube, ich habe dann über Nacht nur mal 4 oder 5 Kilo verloren. Bin dann letztendlich mit 72 Kilo auf der Bühne gestanden und war dann keinen Spaß mehr, wie schlecht das mir gegangen ist. Also Finger weg von solchen Sachen, beziehungsweise nur in Verbindung mit jemandem, der sich da wirklich auskennt, ist mein Tipp an euch. Also nicht irgendjemandem im Studio vertrauen und sagen, das machen wir schon. Die Dinge können richtig gefährlich sein. Also ich habe es selber auch schon am eigenen Leib erlebt und man muss das Glück nicht zweimal rausfordern. Und wie gesagt, Vorsicht bei solchen Sachen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich euch die Geschichte erzähle. So, das waren jetzt so kleine Anekdoten in Bezug auf meine Bodybuilding-Karriere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und wenn ihr sagt, ihr möchtet ein bisschen mehr hören, was ich euch so erlebt habe, dann mache ich das natürlich gern für euch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß, euer Thomas. Ciao.